Im letzten Video haben wir uns die Grundlagen zu Fusion 360 angeguckt. Also, wie schaut die UI aus? Wo finden wir grob gesehen was? Welche Tastenkombinationen gibt es ungefähr? Und wie erzeuge ich Zeichnungen und aus diesen Zeichnungen Objekte? Und wie bewege ich mich quasi in Fusion 360 mit der Maus und mit der Tastatur zusammen? Und heute schauen wir uns mal an, wie wir Meshes, also Dateien wie STL-Dateien zum Beispiel mal, in Fusion 360 importiert bekommen, diese dort bearbeiten können und dann auch als Objekt so weit bearbeiten können, dass wir diese modifizieren, in dem Sinne, wie sie uns gefallen. Und damit herzlich willkommen, ich bin die Maggie von Makorama.de und ich laber nicht lange rum, wir starten gleich rein. Ich starte die Aufzeichnung. Wir sehen hier noch vom letzten Mal die Aufnahme oder beziehungsweise die Objekte, die wir beim letzten Mal erzeugt haben. Also einmal der Zylinder und einmal das Rechteck. Und diese Objekte brauchen wir natürlich jetzt aktuell gar nicht. Das heißt also, wir könnten die jetzt zum einen normal über Rechtsklick und Delete löschen, beziehungsweise mit der Backspace-Taste, also mit der Löschen-Taste, könnten wir diese löschen. Aber es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Ich kann hier unten in der Historie sagen, okay, ich wähle das hier aus und ich wähle das hier zwischendrin aus und lösche das einfach. Das würde natürlich auch verursachen, dass dann alles inklusive der Zeichnungen und der Konstruktionsebenen entsprechend verschwindet. Und das ist genau das, was wir wollen. Deswegen sage ich jetzt hier entsprechend Rechtsklick und löschen. Und schon haben wir quasi eine frische, neue Datei. Und da importieren wir jetzt einfach mal etwas rein, um das dann am Schluss zu bearbeiten. Ich habe in einem der letzten Streams mit euch zusammen ein Mount gebaut, mit dem man quasi auf dem MK4 einen kleinen Trigger quasi positionieren kann, quasi so ähnlich wie das hier, nur ein bisschen ausgereifter, wo man hier vorne quasi so einen kleinen Endschalter quasi montieren kann. Und das Objekt gehen wir jetzt mal hin, importieren das, wir packen unser Logo drauf, wir packen noch eine Beschriftung drauf, damit wir wissen, welche Version es vielleicht ist und wir fangen an es zu bearbeiten und ändern dann diesen Text nochmal ab und das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an. Also gehe ich hin und sage, okay, ich create jetzt erstmal und sage, ich möchte ein Mesh importieren. Und dieses Mesh importiere ich nicht aus den bisherigen Projekten, sondern dieses Mesh importiere ich aus einer Datei und da nehmen wir hier einfach mal Things in meinem Ordner der Dinge und gehen hier auf Dinge, die ich erstellt habe. Und dann haben wir hier den 3D-Drucker, Timelapse, Trigger Mount, das ist das Ganze. Und hier haben wir den MK4. Das ist quasi das Mount. Wie gesagt, mit der Umschalttaste und mit der mittleren Maustaste, wenn ich die beiden gedrückt halte, kann ich hier quasi um das Objekt herum mich erstmal bewegen und kann gucken, ist das denn überhaupt das Richtige? Ist das die richtige Version, die ich habe? Und ja, das ist es jetzt in dem Falle. Und dann sehe ich hier erstmal Positionspfeile und hier nochmal so ein kleines Rädchen, da nochmal ein Rädchen, da nochmal ein Rädchen. Das hat folgenden Zweck. Mit den Pfeilen kann ich natürlich das Ganze nach rechts und links entsprechend bewegen. Sage ich jetzt mal zurück mit Command Z. Ich kann hier natürlich hingehen, kann das Ganze rotieren und kann sagen, okay, ich möchte das Ganze jetzt halt um 90 Grad gedreht haben. Oder ich kann auch einfach sagen, nein, es bleibt so, wie es ist. Und hier mit diesen kleinen Vierecken, wenn ich da drauf tippe, kann ich das Ganze auf der Fläche, wo ich mich jetzt gerade befinde, also hier jetzt auf der, sozusagen auf der Z-Achse, hier auf der, naja, sagen wir mal XY-Achse und hier auch entsprechend auf der entsprechenden Achse, kann ich das ganze Objekt bewegen und kann es frei im Raum hin und her schieben, so wie ich es gerade brauche. Das macht jetzt natürlich hier keinen Unterschied. Ich bräuchte es auch nicht zu drehen oder so in Richtung, weil drehen und so kann ich es an. Im Prinzip mit der Maus. Wenn ich jetzt andere Objekte habe und weiß, okay, ich muss das in Bezug zu den anderen Objekten anordnen, dass ich also, was weiß ich, einen Drucker baue oder etwas Komplexeres baue, wie jetzt nur so ein einzelnes Teil, dann kann ich natürlich diese Optionen, diese Funktionen hier nutzen, um das Objekt quasi anzuordnen. Wir brauchen das jetzt hier aber nicht und deswegen sage ich jetzt hier ganz einfach als okay. Hier oben kann man nochmal die Einheit einstellen, also Zentimeter, Millimeter, Meter und so weiter und so fort. Hier nochmal Inch und Foot. Aber wir arbeiten jetzt hier mit Millimetern, von daher ist es, glaube ich, die sinnvollste Lösung. Und ich bestätige mit okay und habe dann erstmal hier so einen schönen Körper. Jetzt könnte ich natürlich hingehen und könnte mit diesem Körper alles Mögliche machen. Wie zum Beispiel mal, wenn ich das Ganze doppelt hätte, könnte ich sagen, kopieren wir das Ganze doch mal gerade. Und erzeugen nochmal einen zweiten, den ziehen wir mal ein bisschen da raus und dann sage ich, okay, ich möchte das Ganze gerne um 180 Grad spiegeln.
so rausziehen, dass die sich ein bisschen überlappen und sage, okay, das habe ich jetzt mit Command-C und Command-V, also oder auf Windows respektive entsprechend Control-C und Control-V, Steuerung-C, Steuerung-V gemacht. Und jetzt habe ich hier zwei Objekte, einmal MK4 und MK4.1 und diese beiden Objekten kann ich natürlich auch über Combine entsprechend zusammenfügen. Dass ich sage, okay, ich habe hier beide und gehe auf OK. Wenn Fusion 360 das Ganze mal hinbekommt. Und dann sieht man, okay, es ist ja auch die Trennlinie zwischen den zwei Objekten verschwunden und schon habe ich ein Objekt. Das brauchen wir jetzt aber nicht. Wir brauchen auch das zweite Objekt nicht, deswegen gehe ich jetzt hier nochmal zurück in der Historie. Was wir jetzt aber brauchen, ist, dass wir das Modell hier quasi uneingeschränkt bearbeiten können. Gehe ich jetzt hier in Solid rein, also in Objektbearbeitung, dann sehe ich, dass hier immer noch das Mesh an sich vorhanden. Und das ist natürlich das, was wir nicht brauchen, sondern wir müssen das Ganze ja so bearbeiten können, wie jedes andere Objekt auch. Also wie eins, was wir auch selbst über Zeichnungen erzeugt haben. Und da gehe ich jetzt einfach auf Modify und dann sage ich hier Convert Mesh. Also Mesh quasi umbauen. So, und das wähle ich dann einmal aus, sage hier Operation Parametric, ja, okay, das passt soweit. Und dann gehe ich hier auf OK und dann sehe ich, habe ich erstmal ein solides Objekt, mit dem ich jetzt wirklich arbeiten kann. Das merkt man schon, dass die Farbe von dem Objekt anders ist. Man sieht hier auch die einzelnen Konturen entsprechend nochmal. Das ist natürlich dann nochmal eine andere Geschichte, wie hochauflösend man das Objekt braucht. Ja, das ist dadurch erzeugt, dass das Objekt einmal in Fusion 360 erzeugt worden ist, als SDL rausgerendert worden ist und natürlich diese Kurve hier, die vorher über Parameter definiert worden ist oder über Vektoren, natürlich in der STL-Datei, in der Mesh-Datei, natürlich irgendwie festgeschrieben werden muss. Dass der Drucker das auch später irgendwie versteht oder der Slicer. Das interessiert uns jetzt hier an der Stelle erstmal nicht so wirklich, dass es nicht so wirklich will, aber hier oben könnte es eventuell sein, dass es ein bisschen nervt. Also sprich, dass wir hier diese Fläche haben und hier diese Fläche, obwohl es eigentlich eine ist. Also wähle ich jetzt erstmal hier diese eine Fläche aus und sage hier Delete. Und schon haben wir hier eine durchgehende große Fläche. Das gleiche können wir natürlich auch hier machen. Und mit ein bisschen Glück, ja, haben wir das hier ab und zu. Deswegen sage ich, mit ein bisschen Glück hat Fusion 360 mal so seine Tage. Und dann funktioniert das Ganze nicht so hundertprozentig. Aber auch hier kann man sagen, okay, ich vereinfache das Ganze. Das Ganze hier auch auf der Ebene. Und auf der Ebene. Und wir sehen da schon ganz einfach, dass wir jetzt hier diese ganzen Facetten, die auf der Seite sind, schlichtweg wegbekommen. Gerade hier diese ganzen Facetten dort, dass wir die wegbekommen und dass das Ganze richtig schön sauber aussieht. Und das ist genau das, was wir wollen, damit wir damit ordentlich arbeiten können. Hier nochmal ganz kurz dran gehen. Hier nochmal ganz kurz dran gehen. Und fertig. Und schon haben wir ein sauber funktionierendes Objekt, mit dem wir wirklich arbeiten können. Was ich jetzt machen kann, wenn ich möchte, kann ich natürlich sagen, okay, weiß ja nicht, ich mache mir nochmal eine neue Zeichnung. Ich gehe mal hier auf die Rückseite, ziehe das Ganze so in die Mitte und sage dann, okay, ich möchte mit der Taste R ein neues Rechteck zeichnen. Das Ganze möchte ich auf der Fläche hier machen, auf der Zeichenebene hier. Und dann beginne ich einfach mal von hier nach hier zu zeichnen. Das ist natürlich jetzt alles noch nicht parameterbasiert, aber so zeichne ich mir erstmal ein Rechteck und sage, okay, ich möchte es gerne einfach kürzen, weil ich sage, okay, den Bereich da brauchen wir nicht. Ja, es reicht, wenn ich da eine Schraube habe, das wäre vollkommen ausreichend. Deswegen sage ich Finish Sketch. Und man sieht jetzt schon, jetzt liegt die Fläche hier etwas hinter dem Objekt, weil wir das eben verschoben haben. Aber nichtsdestotrotz kann ich jetzt natürlich über die Taste E für Extrude sagen, okay, extrudiere mir das Ganze doch mal durch das Objekt durch. Und schon sehen wir, dass er hier umspringt, sobald ich quasi durch das Objekt mit der Extrusion quasi durchgehe. Das heißt also, es ist jetzt kein, es ist neues Objekt, was wir erzeugen, sondern es ist auf einmal eine Schnittkante oder ein Schnittobjekt quasi. Wir können es aber auch, wie im letzten Video schon gesagt, hier hinten nochmal joinen. Dann haben wir quasi zwei Objekte, die zu einem zusammen gejoint werden. Oder wir können sagen, okay, wir möchten einen neuen Body haben. Wenn ich jetzt sage, okay, neuer Body zum Beispiel mal, dann habe ich einmal dieses Objekt, unser Original MK4 Mount bleibt dann unberührt und ich habe natürlich auch den Würfel hier. Das ist natürlich schon mal ganz cool, brauchen wir aber in der Hinsicht nicht so ganz, sondern wir wollen natürlich entsprechend, dass das Ganze abgeschnitten wird. Und da gehen wir nochmal hier unten in die Historie, das sehen wir hier. Okay, da machen wir einfach einen Doppelklick auf die Extrusion 3 drauf und dann sagen wir hier nochmal nicht New Body, sondern Cut. Und für den Cut blenden wir nochmal das MK4 Objekt ein und bestätigen das Ganze mit OK. Und schon haben wir ein Objekt
und zwar das MK4 Mount, was ein bisschen gechoppt ist. Und das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Jetzt ist natürlich hier oben die Kante ziemlich unschön gerade abgeschnitten. Das finde ich jetzt nicht so toll, deswegen runden wir die nochmal ein bisschen ab. Das Ganze kann man dann hier über die Modify-Parameter machen. Da sehen wir hier oben schon entsprechend, da ist so eine Abrundung drin, die nennt sich Fillet. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir wollen aber gerne eine Abschrägung haben, dann können wir das Ganze über Chamfer machen. Da habe ich mir jetzt hier eine Tastenkombination festgelegt, und zwar Umschalt C. Das ist auch an sich ganz cool. Dann sieht man schon hier an der Seite, ich kann jetzt mit der Maus leider nicht drüber gehen, sonst verschwindet es. Aber man sieht schon an der Seite, dass dort die Kanten schlichtweg abgeschrägt werden und nicht abgerundet. Das kann ich euch gleich mal zeigen, wie denn der Unterschied aussieht. Wir runden jetzt hier einfach erstmal die Kante dort ab. Blub, das nehmen wir mit. Und hier sehen wir schon, da haben wir ein kleines Problem mit der abgerundeten Kante. Aber das ist auch ruckzuck gelöst. Und jetzt kann ich sagen, dass ich da, was weiß ich, 1 Millimeter... Ja, 1 Millimeter schon fast zu viel, aber gut, das können wir erstmal so lassen. Und schon haben wir da eine Abrundung quasi in der Kante drin. Es ist nicht schön, es ist nicht perfekt. Normalerweise würde ich das nicht so machen. Normalerweise würde ich natürlich hingehen und würde das Originalobjekt bearbeiten. Aber wenn ich keine andere Möglichkeit habe und kein Originalobjekt quasi im Zugriff habe, dann geht es leider nicht anders. Natürlich kann ich versuchen, hinzugehen und hier diese kleinen Dreiecke aufzulösen. Und das Ganze ein bisschen abzuflachen entsprechend. Aber dann muss man natürlich auch damit rechnen, dass die Kante dann ein bisschen kantiger wird. Das ist natürlich nicht so schön, die Lösung. Aber anders geht es halt in dem Moment erstmal nicht. Anders brauchen wir es auch erstmal nicht zu machen. Und dann haben wir nochmal hier die Kante. Die schrägen wir nochmal ab. Dann sagen wir auch 1 mm. Nicht, mag er nicht. Okay, das ist zu viel. Genau, machen wir 0,5 mm und dann sehen wir schon, das hier ist abgerundet. Da ist eine richtige schöne Rundung an der Kante jetzt drin und das hier ist einfach nur abgeflacht. Das bedeutet, das ist eine gerade Kante, wie hier hinten zu sehen ist. Das ist eine gerade Kante und hier vorne ist eine richtig schöne Rundung drin. Und das ist halt der Unterschied zwischen Abrundungen, Fillets und, wie heißt das, Abschrägen, Chamfers. Je nachdem, auf was ihr euer System eingestellt habt, euer Fusion 360, gibt es dann natürlich auch entsprechende Unterschiede. Jetzt wollen wir natürlich nochmal als nächstes schauen, dass wir vielleicht auf dieser Ebene hier, entsprechend auf dieser Seite hier, nochmal eine Schrift einblenden. Also jetzt, was weiß ich, dass wir sagen, okay, das ist Testobjekt A, weil wir jetzt irgendwas testen wollen, was verändern und nochmal was testen wollen, dass wir vielleicht nochmal die Bohrung hier größer machen. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hin und sage Create New und ich wähle diese Ebene aus. Und dann können wir hier oben über Create sagen, ich möchte hier Text hinzufügen. Und dann kann ich hier mir so ein Textfeld aufziehen und sagen, okay, Test 1, 2. Und das Ganze verkleinere ich jetzt erstmal auf, was weiß ich, 5 mm. Ja, damit passt das Ganze schon mal recht gut. Hier oben kann ich nochmal den Ankerpunkt festlegen. Setze das Ganze mit OK. Dann kann ich das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen verschieben, falls es nicht passt. Dann sage ich Sketch beenden, wähle das aus und kann dann über die Taste E mal wieder mit einer Extrusion sagen, ich möchte gerne minus 0. Was weiß ich, sagen wir mal 0,3 quasi in das Objekt reingehen. Und dann sehen wir schon, es ist wieder rot. Das hat deswegen die Farbe, weil es dann natürlich auch einen Ausschnitt erzeugt. Sprich, dass ich den Text quasi da reinpräge und schon sehen wir, ich habe jetzt auf einmal auf meinem Objekt einen Text. So kann man natürlich auch vorgehen, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt zum Beispiel nochmal ein Kundenlogo oder irgendwas in der Richtung auf diese Fläche quasi drauf projizieren und einprägen, dass das Ganze halt auch noch ein bisschen individueller ist für ein Objekt. Das kann man natürlich im Nachgang mit einzelnen Dateien machen. Ich persönlich würde natürlich sagen, okay, ich gehe hin und lege mir das Ganze so an, dass ich das Ganze schon in dem fertig gestylten Objekt entsprechend anlege. Und dann ist das auch gar kein Thema. Dann kann ich da auch viel mehr variabel damit umgehen. Aber so geht es natürlich auch. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich möchte gerne nochmal hier in den Bereich ein Logo einfügen, dann sage ich zum Beispiel, okay, ich möchte was einfügen und dann wähle ich mir hier jetzt zum Beispiel mal eine SVG-Grafik aus. Ganz einfach deswegen, weil eine SVG-Grafik nichts anderes ist außer Vektoren. Und dann sage ich, okay, ich wähle nochmal was von meinem Computer aus. Gehe hier auf Makorama, Grafiken, Logos. Und da habe ich jetzt zum Beispiel mal hier
das YouTube-Logo, was ich mal gebaut hatte oder was ich mal irgendwo runtergeladen habe. Ich habe aber auch hier die Makorama-Logos. Und bei den Makorama-Logos, das ist noch unser altes Logo. Schauen wir mal gerade. Da ist Logo 2022 und dort haben wir Logo Clean White. Das kann man jetzt so erstmal nicht erkennen, aber ich wähle das aus, wähle die Fläche aus, auf der ich das Ganze projiziert haben möchte und schaue erstmal, wo das Ganze ist. Was wir jetzt noch haben, was wir hier an Element noch haben, ist dieser kleine Bogen hier. Und wenn ich da mit der Maus drüber gehe, dann habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sagen kann, okay, das ist vielleicht deutlich zu groß. Deswegen ziehe ich es darüber und verkleinere das ganze Objekt erst einmal. Und dann schiebe ich mir das so zurecht, wie ich das gerade brauche, mit diesem kleinen Bogen hier, wo ich das Ganze skaliere und mit dieser Fläche, damit es genau so sitzt, wie ich das gerne haben möchte. Und dann, wenn ich zufrieden damit bin, sage ich, okay, das passt. Und schon habe ich quasi auf dieser Fläche das Logo drauf projiziert. Ganz einfach und ganz schnell und kann hier die beiden Flächen auswählen und auch hier wieder sagen Extrusion. Und dann sage ich auch wieder minus 0,2. 0,2 kann man auch mit minus 0,2 abkürzen, dann ist es automatisch so, die 0 vorne dran kann man sich quasi sparen. Das erspart halt ein bisschen Zeit und ein bisschen Tipparbeit, aber an sich funktioniert das beides gleich. Und bestätige das Ganze mit OK und schon habe ich quasi das Makorama-Logo wieder hier drin und kann das ganze Objekt dann, wenn ich sage, okay, ich bin zufrieden damit und ich möchte das Ganze jetzt so gedruckt haben, kann ich hier auf den Body, also auf den Körper quasi, den MK4, auf das Objekt, einen Rechtsklick machen und kann sagen Save as Mesh. Das heißt, ich kann mir das Ganze wieder als Mesh rausspeichern. Hier oben kann ich das Format auswählen, 3MF, STL, STL ASCII oder Object. Das sind die Formate, die Fusion 360 unterstützt und kann sagen, okay, MK4 kann hier unten den Pfad angeben und kann sagen, ich möchte es ganz einfach in Sinks gespeichert haben. Das hier oben ist der Name des Objekts, Test Objekt 1, 2, 3. Speichern. Und schon habe ich dann dadurch mein Objekt quasi erzeugt, gespeichert und ich kann es jetzt quasi in den Slicer schmeißen, kann das Ganze slicen und drucken. Das ist jetzt zwar ein sehr vereinfachtes Beispiel, aber im Grunde genommen kann man so mit allen möglichen Objekten arbeiten, mit allen möglichen Meshes arbeiten. Da ich für mein Ultra Enclosure eine spezielle Kombination aus Dämmmatten und nochmal Hohlkammerplatten hatte, waren die Standardkonfigurationen für mich nicht wirklich brauchbar. Deswegen bin ich hingegangen, habe die in der Mitte quasi durchgeschnitten, ein bisschen auseinandergezogen und dann den Zwischenraum nochmal gefüllt. Das war auch recht einfach zu erledigen. Und schon hat das Ganze gepasst und ich konnte die Teile so direkt auf den Drucker schmeißen, drucken und montieren. Das hilft einem in vielen Fällen schon mal weiter, gerade bei funktionalen Teilen. Wenn es in Richtung modellierte Teile, also Figuren oder irgendwas geht, was sehr organisch ist, kann es sein, dass Fusion 360 dort an seine Grenzen stößt. Da empfehle ich dann einfach, okay, überlegt mal, ob ihr das Ganze vielleicht im Blender vielleicht schneiden und bearbeiten könnt. Zumal es auch Probleme geben kann, wenn ich jetzt mal hingehe und nochmal ein Objekt einfüge. Gehen wir mal hier in den Mesh-Bereich rein und ich sage, ich möchte jetzt hier ein Mesh einfügen. Wähle das Mesh von dem Computer auf. So, und dann wähle ich jetzt hier zum Beispiel mal Makobot aus, weil ich den Makobot gerne bearbeiten möchte. Und dann seht ihr auch gleich, was ich meine. So, und da habe ich jetzt meine Makobot-Datei, die ich mir gesucht habe. Die möchte ich gerne einfügen. Und dann werdet ihr schon gleich sehen. Holla die Waldfee, dieses Mesh, diese Datei ist schon echt umfangreich. Also wenn man sieht, wie viele Polygone da quasi jetzt gerade zu sehen sind, weil das Ganze halt modelliert worden ist. Das ist schon echt eine andere Hausnummer und das merkt man auch schon allein an der Verarbeitungsgeschwindigkeit. Fusion ist da zum Teil nicht mehr ganz so schnell. Bei mir auf dem MacBook mit einem M1 Max Chip geht das Ganze noch relativ flüssig. Aber ich bräuchte jetzt nicht daran zu denken, das Ganze zu bearbeiten. Ich sehe auch hier schon so ein kleines Warnhinweisschild. Mesh is not oriented. Mesh does not have positive volume. Das bedeutet, ich versuche jetzt hier auch erstmal Convert Mesh, versucht es erstmal so hinzubekommen, ob er das denn überhaupt macht, weiß ich nicht genau, hier unten spuckt er mir auch schon wieder ein Warning aus, aber ihr merkt schon, er fängt jetzt an zu rechnen und der braucht jetzt erstmal ewig, bis er das Ganze umgerechnet hat, wenn es denn überhaupt funktioniert. Ich weiß, auf meinem alten Rechner vorher hat das gar nicht funktioniert, weil er gesagt hat, okay, das ist mir zu kompliziert, das ist mir viel zu komplex,
das will ich nicht mehr. Was ihr dann machen könnt, ist natürlich zu sagen, okay, ich importiere das Ganze in eine Modeling-Software wie Blender oder wie, was weiß ich, 3ds Max und könnt das dort entsprechend dann bearbeiten. Dafür sind diese Programme dann auch gemacht. Da könnt ihr dann auch entsprechend an den Polygonen entlang schneiden. In Fusion 360 ist es eigentlich, glaube ich, eher nicht so eher gedacht dafür, dass im Nachgang nochmal so komplexe Modelle entsprechend bearbeitet werden sollen. Man kann diese zwar vereinfachen und dann wieder versuchen, entsprechend ein bisschen zu, das ist die Polygone nachzureichen im Prinzip, dass man dann die Struktur nochmal ein bisschen anreichert damit. Aber im Prinzip verliert man dadurch Details und wenn man die nicht verlieren möchte, ist ein Modellierungsprogramm wie Blender und Co. dann doch eher die richtige Wahl für sowas. Ihr merkt jetzt schon, Fusion 360 gibt gerade so ein bisschen auf, das braucht gerade ewig und das ist das, was ich meine. Und da breche ich dann auch den ganzen Vorgang ab, da sage ich, okay, zur Not muss ich Fusion 360 da einmal eine Runde wirklich abwürgen und muss sagen, okay, das hat keinen Zweck mehr. Und das ist das, was ich euch auch eigentlich zeigen wollte, dass es eigentlich keinen Sinn macht, große, komplexe Objekte mit vielen Polygonen in Fusion 360 zu bearbeiten. Bei einfachen Objekten, Funktionsteilen oder so in Richtung ist es durchaus angebracht. Dann kann man dann noch mal ein bisschen was bearbeiten. Aber am besten, wenn ihr sowas habt, besorgt euch eine Step-Datei oder aber auch eine Fusion 360-Datei, wenn es größere Projekte sind, dass ihr dort die einzelnen gezeichneten Objekte direkt bearbeiten könnt, statt dass ihr ein Mesh importieren müsst und das Ganze dann über das Mesh bearbeiten müsst. In manchen Fällen, wie jetzt hier, seht ihr, funktioniert das Ganze nicht wirklich. Und an der Stelle sind wir auch am Ende des Videos angekommen. Ich habe gerade Fusion 360 nochmal abgeschossen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen was geholfen und weitergebracht. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Im nächsten Video schauen wir uns dann nochmal ein bisschen genauer an, wie man mit Zeichenebenen umgeht und Konstruktionsebenen umgeht und auch die ersten Parameter einrichtet. Und in diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank auch an meine Patreonen da draußen, die mich mittlerweile zahlreich unterstützen. Bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao.